mein heutiger Gast auf ein Glückscafé mit ist Winrich Tischel. Winrich ist Wiesbadener und ja, herzlich willkommen. Tee oder Kaffee? Kaffee natürlich. Das ist Vitamin K. Vitamin K, gut. Ja, Winrich, was ist dein Bezug zu Wiesbaden? Ja, ich bin gebürtiger Wiesbadener und aus Überzeugung sozusagen. Ich habe fast mein ganzes Leben in Wiesbaden verbracht und ja, ich fühle mich dieser Stadt sehr, sehr verbunden. Deswegen arbeite ich auch bei der Landeshauptstadt Wiesbaden und versuche sie aktiv mitzugestalten. Was ist denn für dich Glück? Machst du da vielleicht sogar Unterschied, beruflich, privat? Meine Definition von Glück ist ein bisschen schwieriger. Allgemein würde ich Glück größtenteils als Dankbarkeit formulieren. Also ich finde, dass halt dieses Zufriedensein mit etwas, dieses Dankbar für etwas sein, dass das Glück ausmacht und das halt auch nachhaltig Glück ist. Weil klar, ich kann jetzt sagen, Glück ist, wenn ich mir einen neuen Porsche kaufe zum Beispiel, aber irgendwann macht mich der Porsche dann auch nicht mehr glücklich. Und deswegen so immaterielle Werte zum Beispiel, wie dass ich in einer glücklichen Beziehung bin, das ist für mich Glück. Und wenn es auch so bleibt, dann ist es auch nachhaltiges Glück. Und ich persönlich, für mich ist Glück, einmal mit meiner Freundin zusammen zu sein, mit ihr gemeinsam Zeit zu verbringen. Und andererseits ist es auch zum Beispiel Erfolg, beruflicher Erfolg, zum Beispiel persönlicher Erfolg. Wobei Erfolg, da muss ich nochmal unterscheiden, und zwar nicht der finanzielle Erfolg, sondern etwas mit Mehrwert zu tun. Also jetzt zum Beispiel in der Stadt, da helfe ich Bürgern, an die Dienstleistung zu kommen. Oder meinen Freunden zum Beispiel, die sind ja nicht ohne Grund meine Freunde, die schätzen mich für irgendwas und das ist für mich Erfolg. Und das ist für mich auch dann Glück. Schön. Du arbeitest bei der Stadt? Ja, ich bin da in der Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter, bin jetzt im zweiten Jahr angekommen und nebenbei bin ich noch als Jugend- und Auszubildendenvertreter, sprich in der Personalvertretung, tätig. Ja, das klingt ja interessant. Hast du denn, du weißt ja, der Glückstag soll auch als Impulstag Menschen vielleicht einen kleinen Inspiration geben, wenn es mal nicht so gut läuft, wie man sich selbst da wieder am besten aus dem Tief holt. So basierend auf deinen Erfahrungen, was würdest du da so als Impuls geben? Ich hatte auch schon viele Tiefschläge, sage ich mal, oder Rückschläge. Und was mir immer geholfen hat, ist, dass ich ein tiefes, unerschütterbares Vertrauen in mich selbst hatte. Also ich war überzeugt davon, dass wenn ich jetzt nicht den richtigen Beruf zum Beispiel gefunden habe, der mich nicht glücklich gemacht hat, dass ich das abgebrochen habe und ich habe trotzdem der gleichen Motivation nach dem nächsten gesucht, was mich glücklich macht. Und jetzt bin ich bei der Stadt gelandet und dort bin ich glücklich. Also der Weg hat mir gezeigt, dass dieses Vertrauen in einen selbst schon super wichtig ist, weil wenn man an sich selbst zweifelt, dann strahlt man das auch aus. Ja. Und wenn man überzeugt davon ist, dass man seinen Weg findet und seinen Weg geht, dann ist es nur noch eine Frage, ob man den ersten Schritt wagt. Ja. Also das finde ich ganz großartig, weil es ist ja auch so, jeder so wie er ist, ja, dass er einfach an sich glaubt, mit sich so wie er ist. Also das finde ich ein ganz, ganz beachtlicher Impuls und dann noch an jungen Jahren. Woraus schöpfst du Kraft oder hast du einen Glücksort, Kraftort? Meine Freundin zum Beispiel, meine Familie, meine Freunde, aber auch meine Arbeit. Also ich versuche mich mit Menschen und mit Dingen zu umgeben, die mich glücklich machen. Und ich meine, das merkt man ja einfach, wenn man zum Beispiel zur Arbeit geht und man startet schon mit einem Lächeln in den Tag oder man sieht nur die eigene Freundin oder die Freunde und man ist schon direkt positiv drauf und gut gelaunt und die Sorgen sind wie weggewischt. Und ich rate jedem Menschen und auch vor allem den Jugendlichen, sich mit solchen Menschen und Dingen zu umgeben. Und bei mir hat es geklappt und ich denke, bei vielen anderen könnte das auch der Fall sein. Und zum Abschluss hast du vielleicht ein Buch, Gebet, Zitat, was dich begleitet? Ein Zitat habe ich jetzt keins und ich lese zwar viel, aber ich glaube, mein eigenes Buch, das ich gerade schreibe oder versuche zu schreiben, das würde dem am nächsten kommen, weil das auch wieder ein Teil von mir ist, der mich glücklich macht, mit dem ich mich auch selbst verwirkliche und wo ich versuche, der Gesellschaft einen Mehrwert zu geben. Magst du uns schon ein bisschen verraten? Es soll eine Gesellschaftskritik werden. Okay. Und zwar möchte ich meines Erachtens nach Fehler in der Gesellschaft, in der Politik, aber auch im Umgang mit Krisen, wie zum Beispiel den Klimawandel, aufzeigen und meine persönlichen Lösungswege dafür mal in den Raum werfen und den Leser dazu anregen, dass er sich selbst Gedanken darüber macht und über diese altbekannten oder tradierten Gedankenmuster, sage ich mal, hinweg zu kommen und neue Wege zu gehen. Ja, also dann können wir jetzt schon eins versprechen. Es gibt auf alle Fälle Teil 2 Glückscafé mit Winrich Tischel und zwar spätestens dann, wenn dein Buch fertig ist. Ich danke dir sehr, wirklich sehr für dieses Interview. Dankeschön.